Und willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Heute dachte ich, ich erzähle euch ein bisschen was über Ostern, über die Osterzeit, über die Fastenzeit, die ich übrigens übersprungen habe dieses Jahr. Mir ist voll entgangen, dass Fastenzeit ist und ja, da habe ich nichts gefastet. Früher habe ich dann immer Süßigkeiten fasten müssen. Heutzutage esse ich sowieso nicht so viel Süßkram und dann erübrigt sich das. Und wenn, dann backe ich mir eher mal was Süßes. Sowas wie zurzeit backe ich mir gerne so Fettgebäck raus. Also es ist so Hefeteig, den du dann in Fett ausbäckst und das Zeug schmeckt gut. Ich kann euch ja mal vielleicht ein Video zum Rezept machen. Ich weiß jetzt nur nicht wann oder wie, aber irgendwann vielleicht mal. Ja, da ist schon wieder so eine Locke, die mich ärgert. Das ist ja echt nicht zu glauben. Als ob die sich da verschwören würden. Das ist nicht fair. Was kann ich euch über Ostern erzählen? Ostern ist so die Zeit, wo ich mir immer denke, ist es jetzt endlich Ostern? Ist jetzt endlich Ostern? Ist jetzt endlich Ostern? Ich gehöre zu den Menschen, ich liebe die Osterfeiertage total, weil irgendwie, ich weiß nicht, ich mag diesen Gedanken, dass es dann Osterhasen gibt. Ja, ich bin der totale Osterhasen-Fan. Ich gebe es zu. Meinen ersten Hasen überhaupt, den habe ich zu Ostern mal bekommen. Die hieß Ronja. Nach meiner damaligen Kindergartenfreundin, Erstklassfreundin, die damals mitgegangen ist, den Hasen holen. Und ja, dann habe ich mit den Hasen nach der benannt. damit man so einen Zeitrahmen hat, das war damals zur Zeit von DSDS, der ersten Staffel überhaupt. Und dann fand ich Michelle Hunziker so lustig und darum habe ich meinen Hasen Ronja Michelle Hunziker Riedmeier genannt. den Namen fand ich damals total den Hammer. Heutzutage würde ich sie nicht mehr so nennen, aber ja. Da sieht man es, man ändert sich über die Jahre halt doch auch. Ja, und sonst habe ich dann auch noch einmal zu Ostern ein Fahrrad bekommen und einen Sandkasten. Den Sandkasten, den habe ich nicht mehr. Der ist abgebaut worden, weil ich da anstelle von einem Sandkasten, entschuldigt, diese blöde Locke hier ärgert mich etwas, weil ich anstelle von dem Sandkasten dann einfach mir ein paar Gemüsezeug anbauen wollte. In so ein paar Saatkästen. Ich weiß nicht, ob die so heißen. Ich habe von der Natur nicht so viel Ahnung, gebe ich zu. Draußen dieses ganze Ernten und Sehen-Ding ist, glaube ich, nicht so wirklich meins. Aber damals wollte ich auf jeden Fall wirklich ganz dringend mir so Karotten und ein bisschen Sellerie und irgendwelches Zeug im Garten anpflanzen, damit ich dann irgendwie so Gemüse zum Kochen habe. Und ja, heutzutage steht da eine Bank davor und ich warte immer noch drauf, dass ich meine Gemüsekästen kriege. Vielleicht wird es ja dieses Jahr was. Drückt mir die Daumen. Ja, sonst war dann bei uns Ostern immer dieses Ostereier verstecken und suchen und das habe ich dann als Kind gern gemacht. Aber dann mit dem Älterwerden und dem stupfigen Gras und den Bäumen und allem und dann habe ich irgendwie das nicht mehr so toll gefunden und dann hat sich das dann auch irgendwie erledigt und ja, war dann irgendwie auch nicht mehr so ganz zeitgerecht. Heutzutage kriege ich meine Ostergeschenke einfach auf den Tisch gestellt oder vor die Tür gestellt und ja, finde ich auch gut. was ich noch am allerliebsten mag, ist, das machen wir dieses Jahr. Freitag oder am Samstag, jetzt weiß ich nicht mehr genau. Wir haben es auf jeden Fall schon ausgemacht und da bemalen wir dann Ostereier. Vielleicht kann ich euch ja dazu einen kleinen Blog machen, aber ich weiß es noch nicht. Man wird sehen. Kommt dann drauf an. Was auch an Ostern so war, war dieses in die Kirche gehen. Man muss hier wissen, die Kirche in der Stadt, in der wir sind, ist etwas älter und hat auch
hat dann auf jeden Fall diese typischen Kirchendeckengemälde-Dinger. Oder hat sie es nicht? Doch eigentlich schon. Ach, ich bin mir jetzt nicht sicher. Jetzt, wo ich gerade so drüber nachdenke, aber auf jeden Fall war da nie die Heizung an. Dann war es da immer echt kalt. Und das war richtig kalt. Ich meine nicht nur so ein bisschen kalt, sondern richtig so Eiszapfen kalt. Da bist du wirklich wie so ein Eis am Stiel am Ende aus der Kirche rausgegangen, habe ich so immer das Gefühl gehabt. Und ja, darauf stand ich dann irgendwann auch nicht mehr. Dann habe ich irgendwie auch die Kirche weggelassen. Und wow, irgendwie besteht mein Ostern inzwischen bloß noch aus ein Geschenk kriegen, Eier bemalen und die Feiertage. Und dann natürlich das, was für mich auch sehr wichtig ist, ist, ich bin auf jeden Fall dieses Ostern bei meinen Großeltern, mütterlicherseits. Und da gibt es dann auch leckeres Essen und dann werden wir Zeit zusammen verbringen. Und das ist auch so die Sache, auf die ich mich am meisten freue dieses Jahr, so im Sinne von freuen, auf Ostern. Also da, das finde ich auf jeden Fall eine gute Sache. Und da, das wird wahrscheinlich schön. Dann, was ich auch noch irgendwie, es ist irgendwie schwierig, über Ostern zu reden, weil es da jetzt nicht so viel zu erzählen gibt, finde ich zumindest. Also bei uns zumindest. Ja, was natürlich auch sehr wichtig ist, ist dieser Aspekt von der kirchlichen Sache, nämlich an Ostern ist ja Jesus Christus so gesagt, sagen, gestorben. Sozusagen, eigentlich ist er da gestorben. Ja, also sozusagen kann man es streichen, bitte. Also an Ostern ist er ja gestorben. Oder warte, ist er. Ach, also auf jeden Fall, er ist gestorben. Dann ist er. Wurde um ihn getrauert und dann ist er nach 3 Tagen wieder auferstanden. Und ich glaube, das ist dann Ostern, dieses sich freuen, dass er wieder auferstanden ist. Ja. Ich war mal besser in diesen Bibelsachen. Ich gebe es zu, aber irgendwie hat sich das dann verwachsen. Ja. Was ich aber auch noch sehr, für mich, was damals als Kind immer die nervigste Sache an Ostern war, war dieses Fernsehprogrammproblem. Also, ich fand es immer so nervig. An Ostern ist nichts, aber auch wirklich gar nichts im Fernsehen gelaufen gefühlt. Das war irgendwie, da war das Fernsehen, ja, fast tot. Und dann gab es nichts, was irgendwie interessant war. Mein Vater hat sich dann immer irgendwelche Schnulzen oder irgend sowas reingezogen. Meine Mutter hat Osteressen und so gemacht und ich bin dann immer gelangweilt irgendwo rumgesessen und habe gedacht, oh Mann, oh. Als ich dann älter geworden bin, habe ich dann entdeckt, dass es an Ostern viele Dokumentationen gibt. Oh Gott, da wirst du echt überschwemmt mit guten Dokumentationen. Da gibt es so viele gute Sachen, sowas wie, ja, jetzt fällt mir gerade. Also ich habe mal irgendwann eine Dokumentation über Noah gesehen und mal habe ich eine über, da gibt es echt die besten Bibeldokumentationen über Samson. Das ist irgend so ein Bibeltyp. Das kann ich jetzt nicht so beschreiben. Der war irgendwie ganz groß und stark und dem seine Kräfte hingen mit dem seinen Haaren zusammen und die durften man ihm nicht schneiden. Und irgendwann hat sie dann, hat, ja, gab es dann diesen Hinterhalt und die wurden die Haare geschnitten, aber dann wurde er irgendwo angekettet und dann wurde er geblendet und ja, auf jeden Fall, am Ende, die Geschichte geht irgendwie, klappt nicht gut aus. Okay, ich habe das Gefühl, dass keine Bibelgeschichte so richtig mit einem Happy End endet. Tja, naja, aber trotzdem, wir lernen ja viel aus diesen Geschichten und das ist ja das Wichtige. Ja, und dieses Jahr freue ich mich auf jeden Fall auch riesig drauf, dass dieses Sherlock Holmes von der BBC mit Benedict Cumberbatch, dass da dieses Sherlock-Spezial kommt, dieses. Also, ich weiß nicht, wie es heißt. Ich weiß noch nicht mal den deutschen Titel, aber irgendwann zwischen Ostern, in den Osterfeiertagen kommt es jetzt. Und da freue ich mich auf jeden Fall drauf, weil die Serie finde ich echt Weltklasse. Und ja, sonst freue ich mich noch auf die Dokus und ja, am Freitag aufs Eier anmalen und färben. Das wird schön. Alles in allem finde ich auf jeden Fall die Osterzeit sehr schön, weil sie ruhig ist und weil man dann mal
Zeit zusammen verbringen kann, wenn mein Vater natürlich frei hat. Und das ist ja auch nicht immer so. Er muss ja oft arbeiten. Und einfach dieses Beieinandersein. Ja, darauf freue ich mich dieses Jahr irgendwie. Und mein Hase auch, der scharrt schon mit den Pfötchen. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Mittwoch und auch einen wunderschönen, also einen wunderschönen Restmittwoch und einen wunderschönen Donnerstag. Wir sehen uns am Freitag und wenn ihr Fragen habt oder irgendwie, wie verbringt ihr euer Ostern, erzählt es mir doch gerne. Schreibt es einfach in die Kommentare. Und ja, falls ihr Fragen habt, schreibt mir die in die Kommentare. Oder ihr könnt mir auch über Facebook oder Twitter oder eben auch über E-Mail an die bell.rietmeier@outlook.com schreiben. Und ja, wir sehen uns dann. Tschüss!